dann wollen wir mal loslegen. Vielleicht knurrt Ihr Magen ja jetzt schon. Ich kann Ihnen versprechen, das wird eher noch lauter werden, weil wir großartige Menschen zu Gast haben, die hoffentlich großartig kochen. Mario Kotaska und Ralf Zacherl, Andreas Studer und Sarah Wiener und dazu Küchenschlachtgewinner Henning Zimmermann, Diplompädagoge, der die werktägliche Kochshow überlebt hat. Hallo Sarah. Servus. Lieber Henning, herzlich willkommen und Gratulation zum Sieg. Ja, Ralf, Mario. Ja, das ist richtig. Danke. Ja. Da brauchst du das Haus. Ach so. Vielleicht dann für. Gibt es bei euch schon Streit? Oder? Nee, wir vertragen uns. Ja? Aber wir fragen uns gerade, wer diese Küchenmaschine braucht. Brauchst du die, Henning? So, brauchst du das? Ich glaube, ich brauche keine Küchenmaschine. Also ich tue sie mal nach hinten, wer weiß. Okay, erstmal die Lage checken sozusagen. Da hat euch einer also eine Küchenmaschine hingebaut, obwohl ihr keine bestellt habt. So, ja, so sieht's aus. Besser so ist umgekehrt. Ich wollte gerade sagen, lieber so rum. Immer mal eine weggestellt. Unser treuer Freund Ralf Zacherl. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Ralf. Schön, dich zu sehen. Und uns kulinarisch ein bisschen auf die Reise mitnimmt. Ralf Zacherl macht heute einen gebratenen Geflügelsalat mit Tandoori und Mango. Was heißt eigentlich Tandoori? Tandoori ist zwei Sachen. Auf der einen Seite ist Tandoori ein indisches Curry. Ja. Gibt es als Paste auch in verschiedenen Farben, also grün, gelb, rot. Mhm. Aber auch als die Farben sind verschiedene Schärfen oder hat das nichts miteinander zu tun? Das eine sind halt dann reife Peperoni, das andere sind unreife oder mittlere. Oder es ist aber auch eine Garmethode in Tandoori-Ofen. Das ist ein spezieller Ofen, aber wir machen jetzt einfach nur das mit dem Curry. Aha. Und einfach leckere Geflügelsalat. Sag mir gerade, was ist in so einer Paste drin? Wenn du die, weißt du es? Ingwer, Knoblauch, Peperoni sind drin, Kreuzkümmel ist drin, Makisblüte ist meistens drin. Dann ist, wie heißt diese Essigfrucht? Danke fürs Gespräch an der Stelle. Das ist ja, ich find's immer blöd, wenn der Alfons nicht da ist. Ja. Ist ja so, ja. Ich hätte hier noch stehen, Koriander ist noch drin. Dann rote Speisefarbe ist übrigens auch drin. Cayennepfeffer. Ja? Das lag eben noch hier. Was hast du noch da stehen? Ja, das war's. Also es muss auf jeden Fall was Saures drin sein. Bei mir steht auch unter anderem. Ja. Weil Tandoori hat immer so eine leichte Säure. Deswegen hast du gerade, wenn man irgendwas mariniert, Fleisch oder Fisch, nicht zu lang marinieren, weil sonst hat man Mousse, weil diese Säure im Endeffekt die Eiweißfaser kaputt macht. Mango, ja. Das ist ja nicht 100% PC. Das ist der Flugmango, oder? Nee, die sind mit dem Ruderboot rübergekommen. Ja. Doch, die werden ganz grün und hart geerntet und dann werden die rübergerudert. Aber ich finde, in der Jahreszeit darf man das machen. Also ich sage mal, wenn jemand im August das mit Mango macht, der ist selber schuld, weil da haben wir genug Einheimisches. Das Obst aber im Moment, hier mal im Garten, da wächst noch nichts. Und irgendwie jetzt mit Mandarinen und Orangen hast auch mal Hals voll. Okay, man darf, man muss nicht. Jetzt darf man. Wie bearbeitest du sie? Oder ist das noch ein bisschen zu früh? Komm später. Nee, kann direkt machen. Also wichtig, also ich nehme mal unten ab. Oben ab, dann steht die relativ sicher. Aber wenn sie richtig schön reif ist, ist mit dem Sparschäler immer die zweite Hälfte, da versappelst du das Zeug. Ja. Und dann einfach ordentlich schälen. Ja. Ja. Und dann ist natürlich der Kern. Ja. Da gibt es bei der Mango immer breite Seite, schmale Seite. Ja. Schmale Seite zum Bauch. Und wenn man dann die Mango in drei Teile schneidet, ist immer in der Mitte der Kern. Ja, wobei der Kern ist immer in der Mitte. Egal von wo du schneidest. Nein, okay. Schneid. Ich bin Linkshänder. Okay, aber jetzt so? Nee, ich will dir nicht die Mango kaputt schneiden. Nee, es ist egal. Ich kann sie ja nachher. So? Ja, schneid mal. Oh, geht nicht weiter. Ja, ist auch blöd, gell? Aber ich probier's mal so. Hier? Ja, danke jetzt. Ach. Ja, ich hab mich ja auch nur mit dem Satz, der Kern ist immer in der Mitte. Damit konnte ich nicht so recht. Weißt du, ich habe eine Idee. Mach du das besser. Okay, danke. Ja? Ich glaube, das ist für uns alle besser, wenn du das machst. Und am Schluss, das warten wir kurz an, ein bisschen frisches Gemüse dazu. Und dann finde ich immer ganz nett, das gibt es beim Koreaner oder beim Thailänder, dann einfach Eisbergsalat, die einzelnen Blätter. Und die Gäste nehmen dann einfach ein bisschen Joghurt, nehmen den Geflügelsalat, rollen das zusammen, dann schön mit den Händen essen. Das heißt, wir müssen alles noch selber machen? Ja, ich habe Vorspeise. Weißt du, also, und ich quatsche hier schon voll. Ja. Also von den 15 Minuten, da hast du in 5 Minuten bereits verplaudert. Vielen Dank, Herr Kerner. Dann in den letzten 10 Minuten wirst du uns was zaubern. Ralf, gut, dass du hier bist. Ja, du hast aber hier, das ist aber ein Rezeptname. Da kriegst du ja beim Scrabble 150 Punkte für. Ja, ne? Also erstmal herzlich willkommen, Andreas Studer. Schön, dass du da bist, Andreas.
Und jetzt Achtung. Achso, da sieht man es ja schon. Also, die Zuschauer zu Hause haben es schon gesehen. Grillgambas in Papaya Grapefruitsalat mit Ingwer-Limetten-Dressing. Passt drauf. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich so eine schnelle, einfache Nummer. Und ich habe jetzt gerade angefangen, hier eiskalte Gambas zu poolen. Ja. Aber wenn ihr hier auf der Seite gerade von der Melone, sage ich schon, von der Mango sprecht, dann habe ich gedacht, da muss ich hier kurz mal mit meiner großen, schönen, from Hawaii kommt die. Ja. Die wunderschöne Papaya. Im selben Ruderboot, wenn ich kurz fragen darf, weil das wäre dann... Nee, meine ist mit der LH gekommen, da bin ich ja ganz offen, ne? Ja. Jetzt sogar meinen gekriegt. Ja. Also, guck mal, und zwar... Na klar. Und zwar ganz einfach hier Kerne raus und jetzt würde ich sagen, wir machen mal ein kurzes Experiment heute Freitagabend. Mhm. Und zwar... Viele Menschen sagen, also Papaya schmeckt eigentlich überhaupt nicht. Hast du gerade gesagt, Kerne raus? Kerne, ich bin gesagt, die Kerne raus. Hast du auch verstanden? Ja? Sofort den Rücken hier. So, okay. Also du kühnen Schlachtmensch. Ja. Also, nee, du darfst bleiben. Ich spreche auch nicht deine Herdplatte. Du merkst schon, ne? Ja, da steht uns gar nichts zwischen den beiden. Wir freuen uns doch gerade erst an. Ja, genau. Ich hoffe, das wird noch. Und sollen wir jetzt alle probieren, oder was? Ja, so zwei, drei können gerne probieren. Und zwar, der Trick ist eigentlich ganz einfach, so eine Papaya richtig aufzuwecken. Die braucht so einen Wake-up-Call. Und der ist nämlich hier vorne auch eingeflogen, ist er gekommen. Das ist quasi der Wecker von der Papaya. Ist nämlich nichts anderes als eine Limette. Und das wirst du mal sehen. Wir machen mal das Experiment folgendermaßen. Also sauber schälen. Ja. Zwei, drei Stücke ohne Limette und ein paar Stücke mit Limette. Man schmeckt nicht nur Limette. Ja, genau. Ein Tellerchen wäre super. Teller wäre so die Idee. Hab auch Teller wäre ganz toll. Und dann haben wir mal so ein paar Probanden da in der ersten Reihe. Ja. Dieses sind mal Sie schon gefestigt für Papaya? Ja? Okay, dann einen kleinen Test. Also das machen wir mal. Und du wirst gleich sehen, das wird so der Hammer, wie das jetzt aufgeweckt wird. Ich habe die Hände gewaschen, vermisch das ganz kurz. Mach noch ein bisschen mehr, so. Oder? Ja, du wirst es wissen. So. So? Da nix und da mal probieren. Das, okay. Dann sind wir mal sehr gespannt, was sie sagt. Probieren wir einfach mal. Ich hab bloß nichts Falsches. Ohne? Das schon. Nehmen Sie ruhig den. Nein, nicht das ganze Schild. Andreas? Kannst du noch eine Kiste Papaya holen, bitte? Ja, klar. Nee, mit den Fingern ist auch doof. Da gibt's wieder Mails und Hygiene und tralala. Machen wir das mal richtig hier. So. Wir haben noch Gäbelchen. Papaya. Hier ohne alles, also so ein bisschen Schweizer Art. Sie müssen jetzt, sagen Sie einfach, interessant oder so. Papaya mit Limette, mit Weckdienst, wie ich es gelernt habe. Achtung, Andreas, jetzt. Ja. Ja. Wir machen die Gegenprobe. Lassen zwei Damen testen, zwei Frauen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir unterschiedliche Meinungen bekommen. So. Das glaube ich nicht. Boah, aber metertief in die Klischeekiste reingegriffen wieder. Lasch, nix. Na ja. Jetzt Modell Studer. Hier, aus der Innerschweiz. Lecker. Hm. Sag mal, das scheint zu klappen. Jetzt probier auch. Moment, jetzt. Das ist nicht so groß. Falscher Druck. Stimmt wirklich, geht wirklich. Andreas, ja, Wahnsinn, oder? Mit der Nummer kannst du auf Tournee gehen. Das ist nicht schlecht. Mach ich doch. Ja, lassen Sie auch noch mal probieren? Ja? Ja, genau. Nehmen Sie doch mal alles. Nehmen Sie doch für Ihre sehr gerne. Nachbarin, sage ich jetzt einfach mal ganz weiter. Möglicherweise kennen Sie die Herrschaften gar nicht. Ohne oder mit? Oder? Kennen Sie sich? Ja, können Sie ja von einer Gabel essen? Ja, können wir. Ja. Also, okay, dann kann ich die. Das ist das ohne, das ist mit. Also Sie bringen mich völlig durcheinander. Ich mit. Bitte? Ja, Sie bringen mich völlig. Ja, natürlich. This show is so confusing. Ich weiß gar nicht, ich dachte, ich kann hier alles loswerden. Jetzt stehe ich hier immer noch. Andreas. Oh, Entschuldigung, es war kein Attentat. Das sollte wie ein Unfall aussehen. Ja. Jetzt gib mal wieder her, so ernst war das auch alles gar nicht gemeint. Lecker? Ja? Noch mehr Papaya mit Limettensaft, bitte. Die andere Nummer kann ich keinem anbieten. So. So,
Wunderschöne Dinge. Und die passen... Das hat zum Beispiel jetzt mal geklappt. Wie? Das klappt doch immer eigentlich, oder? Eigentlich meistens. Bei dir, ja. Mhm. Also. Bisschen spät hier. So, ja, es ist ein bisschen spät. Alle schon viel gearbeitet heute. So, aber es kommen noch andere ganz tolle Zutaten dazu. Und zwar einmal hier eine ganz tolle Minze, nämlich eine Thai-Minze. Ja. Also fresh from Thailand. Ja. Dann auch schön vitaminreich Pink Grapefruit. Wäre die schön. Die kommen jetzt allerdings, da steht glaube ich Jaffa drauf. Ja. Nee, Florida. Auch schön. Oh. Gut, kein Problem. Ist Florida eine Marke? Ne? Nee. Was finden die so kalt, sag mal? Ein Bundesstaat. Warum sind die so kalt? Die sind auf Eis gelegen, ne? Ah, okay. Wir sind eben fast die Finger abgefroren, als ich die Dinger gepoolt habe. Ja. Ganz kurz einmal noch zeigen, ganz wichtig, wir zeigen es einfach immer gerne wieder, also geschält habe ich die schon. Ja. Und jetzt legen sie einfach, damit wirklich nichts passieren kann, scharfes Messer, flach hinlegen und dann mit dem Messer einfach hinten so einen Kantenschnitt machen. Weil? Dann kann man den, so, den Darm rausziehen. Schön rausziehen. Genau, wollen wir nicht essen, ne? Nein. Jetzt, wo wir so leckere Papayas haben, die wir extra eingeflogen haben für euch. Damit. Wollen wir weg damit. Okay. Die lege ich jetzt einfach so ganz unaufgeregt hier dazu, gebe ein bisschen Fleur de Sel dazu und dann werden die auch richtig wach gemacht, aber das ist nicht Limettensaft, sondern Chili, getrocknete Chili. Grill Gambas im Papaya Grapefruitsalat mit Ingwer Limettendressing, wir sind schon ganz aufgeregt. Ich auch. Kaum noch aushalten. Das hier, meine Damen und Herren, ist Diplompädagoge Henning Zimmermann, der Küchenschlachtgewinner dieser Woche. Henning Zimmermann macht mit uns eine Fischpfanne mit Kartoffel-Möhren-Püree in Champignon-Sahnesoße. Mal was Leichtes. Ja, ja? Ne? Sehr ja. gut, lecker. Was denn für eine Fischpfanne? Mit 3 Fischen, die werden in die Sahnesoße angegeben, zum Schluss pochiert. Ja. Und dann hoffe ich, dass das lecker schmeckt. Was für Fische? Wissen Sie schon, was das ja, für Fische sind? Ja, das ist Kabeljaufilet, Rotbarsch und Seelachsfilet. Ja, ach, guck mal, den Eier, der ist doch für Eier eigentlich. Ja, ne, und für Champignons, wie du siehst. ja, und wie damit kriegt man die schönen kleinen und die Verletzungsgefahr nimmt ab. Ja, ach, das habe ich auch richtig, noch nicht gesehen. Wichtig ist, dass das aus Metall ist. Wenn das Plastik ist, dann geht das schon mal kaputt. Ah, okay. Die aber so geht das rucki-zucki, ne? Zack, zack. Eine Champignon-Sahnesoße, ich kann folgen, ein Kartoffel-Möhren-Püree. Jo, das wird da. Okay. Ja, und ich kämpfe schon jetzt zusammen um einen Herdplatz. Ja. Wahrscheinlich werden wir miteinander reden, weil die Sarah da eine ganze Menge schon verbraucht. Ja. Ich muss das hier gleich Zwiebeln anschwitzen, dann kommen da die Champignons rein, dann kommt eine Mischung mit gekörnter Brühe, dann koche ich das schön auf und dann zaubere ich daraus die Soße. Zaubern ist immer besser als machen, das klingt immer so. So ist das, genau. Ich hasse besser. Auch Rezepte. Ja. Wie ist es denn, wie oft kochst du denn tatsächlich zu Hause so? Und jetzt mal vor Wut abziehen. Nur vor Wut abziehen, ja. Das ist eine neue Frage. Ja. Ja, 4 bis 5 Mal die Woche. Die Woche? Ja. Wirklich? Ja, also wirklich. Ganz dicke Hose, also so? Nee. Auch schon mal was Kleines. Ich mache auch schon mal Nudeln Bolognese. Ist ja was. Lecker. Aber immer frisch. Frische Zutaten. Keine gekaufte Bolo, sondern immer alles frisch rein. Doch, ab und zu gibt es mal eine Pizza mit Nudeln oben drauf. Die mag meine Frau so gerne. Pizza mit Nudeln oben drauf? Pizza Pasta promoviert, Dr. Oetker. Ja. Pizza Pasta promoviert. Ja. Wir quatschen gleich noch ein bisschen. Machen wir erstmal deine Vorbereitung. Genau, ich werde dir schon noch schön. Und ich gucke jetzt mal, wo ich eine Herdplatte hänge. Ja, was du kannst so vielleicht da hinten, weißt du, beim Dessert gibt es ja, beim Mario. Meistens ist es so, wenn ich dir das sagen darf, meistens ist es so, dass beim Dessert so ein bisschen was geht. Oder wenn Ralf fertig ist, das ist eigentlich auch relativ gut. Es waren noch Preise am Verhandeln, aber okay. Der Dessert leuchtet mir ein. Jetzt begrüßen wir erst einmal Sarah Wiener und sind sehr froh, dass sie hier ist. Was trinkst du denn? Ich trinke Ingwer-Tee. Hat dich der Fonsi draufgebracht? Der macht das ja überall rein. Ja. Also da kann man ja sagen, der ist ja so Ingwer-süchtig. Nein, das hat mir eine Kollegin gesagt und das ist sehr lecker und das muss ich wirklich sagen. Stimmt, das ist auch gut, wenn man übersäuerten Magen hat. Ganz leichten Ingwer-Tee, nicht zu lang kochen, reguliert die Magenschleimhaut. Bei mir geht's aber. Also ich trinke es einfach aus Geschmacksgründen. Aha. Ich mochte komischerweise Ingwer gar nicht so gerne, aber jetzt nehme ich es richtig regelmäßig zu mir. Ne, weil hier auch so viel mit Ingwer gekocht wird. Ja, es nimmt ja gar kein Ende. Wie sieht es denn bei dir heute aus? Wenn ich mal kurz ein bisschen mitlesen darf. Ja? Bei Sarah Wiener gibt es heute ein Rosmarin-Lammfilet mit Rote-Bete-Trüffel-Risotto und Rosenkohlgemüse. Ja.
Rosmarin, Lammfilet mit rote Beete, Trüffelrisotto. Ja. Das ist aber schwer zu rühren hier, oder? Ja, genau. Also das Wichtige an diesem Essen ist eigentlich für mich nur das Risotto. Das Lamm mache ich, weil es der Fleischgang ist. Kann man sehr gut weglassen, kann nur das Risotto essen. Also es ist sehr vegetariertauglich. Hm. Ich wollte mal ganz kurz sagen, wie man ein gutes Risotto macht. Bitte. Ich habe hier zwar jetzt untypischerweise Lauch drinnen, aber das ist so eine kleine Innovation. Ist es für dich wegen der Farbe oder? Ich meine, Zwiebeln anbraten ist normal, ja. Und Lauch ist ja was Zwiebeliges. Ja, weil ich finde, das passt sehr gut, harmoniert mit der roten Beete. Und dadurch, dass es auch ein vollwertiges Essen ist, gebe ich den Lauch jetzt auch dazu. Okay. Kann man gut weglassen. Klassisch, das, bisschen Öl. Das sag nicht so oft, kann man gut weglassen. Das, am Ende heißt das, das ganze Essen kann man gut weglassen. Nein, ich meine nur jetzt, also ein Risotto, du magst ja nicht immer ein rotes rote Beete. Risotto machen. Klassisches Risotto, du musst Zwiebel ganz fein hacken, in Öl anschwitzen, bis es fast zergangen ist. Ja, darf auf keinen Fall braun werden, weil sonst hast du, kannst du das ganze Risotto wegschmeißen. Weil es dann bitterlich wird. Genau. Mhm. Dann, wenn die Zwiebeln fast zergangen sind, gibst du den Reis dazu. Brätst den mit an praktisch. Genau, bratst den an, bis das Ganze, bis du kein Öl mehr siehst am Boden, bis der Reis das Öl aufgesaugt hat. Dann löschst du das mit deinem Weißwein ab, wieder gut umrühren die ganze Zeit, bis der Alkohol verdampft ist und nur du die Aromastoffe drinnen hast. Und dann fängst du erst an, dein Risotto zu machen. Dann nimmst du löffelweise ein warmes Jus, was auch immer, ja, also Gemüsefond, Brühe, wie auch immer. Und das ist ein Risotto ist abhängig von der Qualität der Brühe, die du hast. Je besser die Brühe ist, desto besser wird das Risotto. Okay. Löffelweise rein, rühren, ungefähr 15 bis 18 Minuten. Und dann machst du die Welle machen. Die Welle? Ja, sagt man so in Italien. Du rührst das um und das muss eine Welle machen, also nicht dick sein, aber auch nicht flüssig. Aha. Du siehst eine Welle, weil es zieht noch nach. Ja. Dann nimmst du es runter, tust ein bisschen Parmesan reinreiben, ein bisschen Parmesan drüber und kurz davor kannst du auch jedes Gemüse reinhauen, wie du willst. Und ich tue halt rote Beetesaft mit Gemüsebrühe mischen, das ist eine ja schöne Farbe. Dann schön rot. Ja, deswegen. Ein rotes Risotto. Und das habe ich einfach mariniert in Olivenöl, in Sojasauce, in Honig, in Rosmarinnadeln. Wie kommt das Trüffelige daran? Ist das ein frischer Trüffel? Oder? Das ist frischer Trüffel. Der ist jetzt ein bisschen ausgeraucht, weil wir hier nicht die Trüffelsaison haben, also das Trüffelgebiet sind. Das ist ein bisschen winterlich. Ich jetzt rüber, weil das ist jetzt eher. Mehr die Optik. Aber kein Trüffelöl zum Geschmack verstärkt. Nein, da gibt es ja viele, die es machen. Ja, das ist oder es gibt zum Glück immer weniger, die es machen. Ja, das hat so einen penetranten Geschmack, wenn du es 10-mal gehabt hast. Ne? Ja, der hat so einen Abgang. Und dann mache ich dazu noch für die Farbe und für die Gesundheit Rosenkohl, aber nicht in diesen ganzen Röschen, sondern ich habe die einzeln gezupft. Ja. Und dann. Langeweile gehabt. Ja? Nein, genug Jungs, die mir geholfen haben. Ich verstehe, sehr gut. Ja. Ja. Oh! Für den Spezialapplaus für die Assistenten. Ja. Aber gerne gemacht. Und das tue ich dann nur noch mit, also leicht blanchiert und das tue ich dann einfach nur in Olivenöl anschmecken, Salz, Pfeffer, ein paar geröstete Pinienkernen drüber, einen Hauch von Orangensaft wegen der Säure und fertig. Gar nichts weiter. Sonst könnte man noch ein Kraut dazugeben, will ich nicht. Ich bleibe heute ganz puristisch. Ehrlich gesagt, das klingt ziemlich gut. Na, mal sehen. Ja, ich sage dir auch ehrlich, wie es schmeckt, aber es klingt zumindest mal sehr gut. Derweil, Sarah, das ist dein Applaus. Begrüßen wir und freuen uns auf Küchenmeister Mario Kotaska. Herzlich willkommen, Mario. Hallo, guten Abend. Du hast ihn noch von Hand geschnitten. Oder auch mit dem Eierschneider. Ja, ich mache heute. Ich mache heute hier keine Champignons und auch keine Zwiebeln, aber der. Wollte gerade sagen. Ich habe den Henning so ein bisschen Asyl gewährt hier. Ja, ja, Zwiebeln und Champignons, was wird denn das für ein Dessert? Ich müsste gerade mal auf die Karte gucken, weil bei dir gibt es Schokoladen. Oh, das kann ich gar nicht öffentlich machen, weil das wird sowieso alles hier gegessen werden. Schokoladenknusperschnitten mit Physalis und Mandarinensorbet. Hört sich immer ganz gut an, ne? Ja. Moment. Physalis sind doch diese kleinen Dinger. Ach, das Physalis, sind die sind hier drüben. Ja? Was hast du hier? Kappstachelbeere dazu. Wie heißt das? Kappstachelbeere. Kappstachelbeere, okay. Weil sie eine Kappe drumherum hat oder weil sie vom Kapp? Die Frage ist sehr berechtigt, aber man sagt es halt dazu. Okay, danke. Ja. Was ist das? Das, also ich habe jetzt verschiedene Sachen gemacht. Ich habe zuerst die Schokoladenmousse hergestellt. Dafür habe ich ein paar Eier aufgeschlagen, geschmolzene Schokolade rein, ein bisschen Schnaps dazu und ganz zum Schluss geschlagene Sahne und Aromen. Hast du es gerade eben gemacht alles? Das habe ich gerade eben gemacht. Ist jetzt im Kühlschrank muss durchkühlen. Nichts vorbereitet? Nein. Das, eben gemacht? Ja. Okay, gut. Henning? Ja, ich habe schon rum. Soll ich was tun? Ja, danke. Ja, was denn? Abkühlen lassen, weil ich muss...
Also das ist schon sehr braun jetzt, ohne Witz. Das ist gut so. Ja, okay. Ja, ja, ist okay. Ich muss nicht wieder von vorne anfangen. Ich will ja nicht den Leuten reinquatschen. Ja? Nee, wirklich. Das geht ja wirklich relativ schnell. Man, viele Leute haben immer Angst vor dem Schokoladenmus, aber das ist wirklich... Kommt da noch ein Eis? Eine schöne Sache. Ja, da kommt noch ein Eis. Oh, Sorbet. Mandarinen-Sorbet. Ja. Dafür habe ich ein Mandarinenpüree genommen, ein bisschen Sekt dazu. Was heißt Mandarinenpüree? Also ein fertiges? Ein fertiges. Okay, ja, weil jetzt ist ja auch schlecht mit Mandarinen. Ja, die letzten vielleicht? Nee, vorbei. Ja, vorbei. Geht gut, ist rum. Ja. Ein bisschen Sekt dazu, ja. Gelatine eingeweicht und Glukose hinein, damit das Ganze schön geschmeidig wird. Mhm. Dann kommt das in die Eismaschine und es hört sich eigentlich so an, als ob es schon fertig ist. Es aber hört sich ein bisschen so an, als bräuchte es Hilfe. Es eiert irgendwie da, ja. Ja. Ach, guck mal, es ist sogar schon fertig. Das können wir jetzt raus, oder? Ja, die Eismaschine, das habe ich aber schon 5-mal, glaube ich, gesagt, die macht einen echt guten Job. Die Eismaschine? Die Eismaschine, ja. Ja, neulich... Neulich hatte Cornelia mal einfach die Kühlung nicht angemacht. Da ging's so. Da war der Job so lala, den sie gemacht hat. Aber da konnte man der Eismaschine keinen Vorwurf machen. Das muss man natürlich wissen. Ja. Das heißt, du nimmst es jetzt schon raus und stellst einfach kalt. Ich stell's jetzt in den Tiefkühlschrank. Ja, das ist ja jetzt schon fertig. Ja, wenn du möchtest, dass ich probiere, sag nur ein Wort. Kein Problem. Und nimm den großen Löffel. Möchtest du es probieren? Ach, probieren. Mensch, das ist mal eine Idee. Das würde ich machen, ja. Ja, bei uns hier hinten ist es heute alles ein bisschen enger. Ich nehme auch nur so ein bisschen. Das ist einfach als zum Gegenstück zu der Schokolade was Schönes, Frisches. Da, irgendwas stimmt da dran nicht. Warte mal ganz kurz. Irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Na, ich hab's immer noch nicht. Ne? Vielleicht findest du die Sarah raus. Komm her. Ja, Sarah, guck du doch mal und nimm gleich den großen Löffel. Irgendwas. Lecker, 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 oder? Ja? Wir bleiben einfach mal hier stehen, ganz unverbindlich. Ja, wunderbar. Wir gucken einfach mal ein bisschen. Ja? Okay. Und das werden, wie gesagt, Karamellhippen. Hippen? Ja, Karamellhippen. Was sind Hippen? Ja, Hippen ist sowas, was ich jetzt dann backen werde und dann über eine Form lege, damit... Was heißt backen? Im Ofen oder? Im Ofen. Ja. Und es ist Zucker, Mehl, Glukose und Butter. Das wird einfach verknetet. Dann kann man so kleine Bällchen formen. Mhm. Und wenn man die jetzt in den Backofen stellt, dann verlaufen die. Und vor dem Erstarren werde ich sie in so kleine Förmchen legen, dass sie halt so eine Hippe ergeben. Glukose, Traubenzucker? Glukose, also holst du das in der... Das kann man in der Apotheke holen. Ja? Ja. Also wunderbar. Der Koch kauft schon mal in der Apotheke? Ja, der Koch kauft sogar ziemlich gerne in der Apotheke. Da gibt es tolle Gewürze unter anderem. Ach so, ich dachte... Das hat natürlich auch ein bisschen teurer, aber ich habe dafür, die sind nach Arzneimittelstandard getestet. Ich habe tolle Inhaltsstoffe drin, zum Beispiel getrockneten Thymian. Das gibt es super in der Apotheke. Das gibt es natürlich, wenn man irgendwelche Husten, Bronchialtees draus machen kann. Aber man kann aber auch super mal in Brotteig zum Beispiel. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Lass dir Zeit, ich stehe hier so rum halt. Weil hier hinten ist nämlich fast was verbrannt. Ja. Nein, nee, noch nicht ganz. Wenn Tandoori sozusagen, wenn das schon losgeht, Ralf, sag mir Bescheid, ja? Dann, ich bin hier nur gerade unabkömmlich. Ich stehe hier halt so. Ja, warte, ich nehme dir das Blech sofort ab. Nee, ist gut. Ist gut. Bescheid, ich brauche dich jetzt. Ja. Zack. Nehmen wir einfach Wagenspitzle. Nee, das nicht. Ja. Nein, nein, ich komme mal zu dir. Das ist ein Hippen. Das sieht aber lustig aus, ne? Ja. Ich dachte, Hippen werden flach. Ja, jetzt mach mal deins, nimm mal ich meins. Oh. Merk es schon. Was hier sind? Nüsse. Esselkerne. Oh. Ein Tipp, dass nicht alle Cashewkerne verbrennen. Ja. Hälfte rösten. Ja. Nur die Hälfte rösten. Sehr gut. Ja, jetzt brat mal das Huhn einfach an. Ja. Hier haben das wir ist jetzt einfach halt, Brust gewesen. Ja, genau. Einfach Brust ohne Haut. Mhm. Hier haben wir jetzt einfach die Mango, roher Frühlingslauch, bisschen Peperoni. Ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Salz, ein bisschen Austernsoße. Man kann auch Fischsoße gerne nehmen. Ja. Ja. Ja, Fischsoße ist ja für manche Menschen so sehr arg im Geschmack. Ja, aber das ist ja, ich mag auch keine Sardellen pur. Fischsoße trinkst du ja auch nicht, sondern du nimmst das wirklich nur als Gewürz. Dann ist dann es super. Ist es okay. Ja. Wobei, das sieht schon sehr spannend aus hier. Die erste Fuhre ist schon drin. Lass mal lieber, das muss ja durch sein, ne? Das kann ruhig auch ein bisschen scharf angebraten sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also umso, wir sagen immer, die Hühnerbrust fängt dann so ein bisschen an zu lächeln, wenn sie so ein bisschen Farbe bekommt. Mhm. Ja, weil einfach, gibt einfach mehr Geschmack. Ja. Ja. Und das dann, war jetzt? Das war jetzt so ein bisschen... Achso, Erdnussöl. Erdnussöl. Okay. Mhm. Weil einfach ein neutrales Öl, wo man richtig schön erhitzen könnte. Man kann aber da jetzt, man könnte immer frischen Koriander könnte man noch dazu machen, außer bei dir ist, weil du magst es ja nicht. Mhm. Man könnte Currypulver dazugeben, man kann Gemüse dazugeben, alles, was man auf dem Markt bekommt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Was ich einfach schön fände. Das fasst du alles immer noch so an, ne?
Mhm. Ja, aber du kannst auch, wir haben doch Küchengeräte hier. Das nein, ich kann auch, hier, ja klar, wir haben alles da, man kann es auch so machen. Hier. Nur so, ja, da habe ich ja kein Gefühl drin, deswegen ich fasse es lieber an, sehe, okay, nee, braucht nur einen kleinen Moment. Okay, und das würde so nicht gehen. Ja, merkst du jetzt, ob es fertig ist oder nicht? Ist noch nicht fertig. Er ist Experte, Mann. Also wenn du nicht fertig bist, der ist aber schon kurz eine Soße. Ja. Eine tolle Soße mit einer super schicken Farbe. Alles gut. Ist doch Tandoori gewesen. Nee, ist alles gut. Hier, nimm ruhig einen Schluck. Nein, vielen Dank, ich muss noch fahren. Also guck mal, wunderschöne Farbe, ne? Ja, das ist die Limette. Nein, das ist dein, das, was ist das? Gutes Olivenöl, Limette, ja. Limette. Puderzucker und Ingwer. Ja. Ja. Das ist die richtig tolle Basis für diese Gambas. Also so schöne Farbe, ne? Ganz ehrlich, sowieso. Das ist schon ein optisches Erlebnis. Das ist auch ein tolles optisches Erlebnis. Müsst ihr mal probieren. Hier was so mit dem Weißbrot einfach mal so reintunken. Auch schön, da musst du gar nicht. Kenn ihn auch? Ja, gerne. Das ist nämlich super lecker, ne? Mit so ein bisschen, ich gebe immer ein bisschen Puderzucker dazu, damit das nicht vom Ingwer nicht zu sehr überlagert. Ich finde das der Hammer. Mm. Ne? Oh. Mehr? Nee. Wollen wir mal nach hinten gehen? Ja, nee, ich muss an den Leuten mal nach hinten gehen. Wir sehen im Fernsehen, wir können ja mal nach hinten gehen. Wollen wir nach hinten gehen, oder wie geht's? Einfach mal ein Stück abbrechen, reißen. Das Brot ist ein bisschen Brot, trocken. Ja, so ist gut. Ja. Das Brot ist ein bisschen sehr trocken. Guck mal. Gut, ne? Ja. Und rein damit. Limette, Olivenöl, Ingwer und Puderzucker, interessanterweise. Gut, ne? Möchte noch jemand? Puderzucker? Hier Brot mit? Reißen Sie einfach, nehmen Sie das ganze Stück. Komm, Sie können das haben. Sie können das aushalten. Ah. So, ne? Nicht so zurückhaltend, genau. Man weiß ja nicht, was es nächste gibt. Ja? Immer rein. Hat jemand sein eigenes Besteck mit? Von Ihnen? Nein? Sie haben eigenes Besteck mit? Gut. Sie können schon mal auspacken. Ob es was nützt, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht mehr geworden auf der kleinen Reise. Es tut mir leid, aber ich hoffe, das reicht noch. Nee, ja? Mach nur mal ein bisschen. Ja? Am Freitag vor 2 Wochen waren Menschen im Publikum, die hatten sogar Tupperware dabei. Ne? Wirklich? Wollten gleich schön einpacken. Ach, die wollten einpacken? Ja, die wollten gleich einpacken, als ich hochging. Ne? Ich kenne das nur, dass sie die Messer mitnehmen nachher. Ja. Deshalb haben wir den Metalldetektor am Ausgang. So. Ja, er kennt keine Tupperware, glaube ich. Ja. So, jetzt, das sind also die Filets da schön rausgeschnitten. Genau. Das hast du gut gemacht. Sieht aus, als hättest du es schon mal gemacht. Mhm. Schon mal geübt. Mhm. Und jetzt die Papaya dazu. Ja. Auch dazugeben. Und now the dressing. Ne? Papaya habe ich wirklich so ein bisschen chunky geschnitten. Also chunky? Chunky, so richtige Stücke halt. Ne? Okay. Wenn man auch noch sieht, was man im Mund hat und auf der Gabel hat. Mhm. Wenn es noch eine Gabel gibt, wenn das mit dem Metalldetektor nicht... Ne? So. Und jetzt mischen wir das mal kurz. Ich stelle das hier an die Seite. Zu Hause. Guck mal. Kannst du nachher ganz noch machen? Vorsichtig. Ach, du machst das also auch mit so Messer und Gabel, das Mischen. Ja, genau. Schön vorsichtig. Weil ich habe rote Zwiebel dazu gegeben. Ich gebe jetzt noch was für die Farbe. Gebe ich noch ein bisschen Grün dazu. Nämlich einmal diese Thai-Minze und hier den schön für ein bisschen Stangensellerie. Ja, Sellerie. Pura Vitaminas, sage ich dir. Ja, dann mach mal rein. Ne? Ja, weil ich wäre dann... Ach, hier, können wir schon essen bei dir? Ach so. Ja? Mhm. Ralf hat angerichtet. Henning, Sarah, Mario und Andreas. Einladung steht. Auf geht's. Sieben Meter. Jetzt hast du doch gesagt, man soll den Salat da durchziehen. Vom Essen, man nimmt sich einfach so ein Blatt, so was man halt einigermaßen in den Mund bekommt. Mhm. Ja. Dann nehmen wir das. Komm mit sehen. Ganz schön schwierig, gell? Ja. Wie geht's? Dann nehmen wir so ein bisschen Joghurt, nicht zu viel. Ja. Ja. Und dann normalerweise nimmt man einen Löffel. Habe ich doch alles da. Ein großer Löffel. Bitte sehr. Ja. Jetzt nehmen wir einfach was von diesem gebratenen Geflügelsalat. Ja, gib den hier rein. Ja. Ja. Rollt das ganz entspannt zusammen. Ja. Ja. Mit vollem Mund spricht man nicht. Aha. Okay. Ja. Verstehe. Gut. Kannst du mir mal zwei machen? Also. Dann probieren wir es doch mal. So ein bisschen. Darf gerollt werden. Wie viel gibt man denn da rein? Wie viel du machst? So, damit du noch rollen kannst. Hier, ich habe jetzt für dich noch. Okay. Wisst ihr? Mit Joghurt allem drumherum? Ja, warte, Joghurt kannst du noch ein bisschen oben drauf haben. Ohne Chili drin, ne? Okay. Ah, Joghurt, Verzeihung. Ja.
Na, so schlecht scheint es ja nicht zu sein, so wie Ruhe einkehrt und alle drüber herfallen. Oder habt ihr lange nichts gehabt? Mhm. Henning, komm ja. Ich habe so ein großes Blatt, ich habe ja Hunger. Finde ich richtig, warte mal. Wir haben große Portion. Das reicht noch nicht, Moment. Und jetzt rollen. Ich muss ja noch ein bisschen Hunger rollen haben. Und dann rausrollen, ja. Genau. Ja. Ich dachte, das ist viel schärfer. Nee, nee. Also man kann es natürlich, wer möchte, kann es schärfer machen. Aber ich finde es mit den Cashewkernen ganz nett, weil da ist abends so ein bisschen was Knackiges. Hallo, bis. Und ein gutes Automat. Ja, lecker. Tandoori Nummer. Aber jetzt hat roten Schild. Den panischen Risotto-Blick gerade. Nee, Peperoni habe ich drin. Achso. Diese gar nicht drin. Nee, die stehen einfach nur so. Das ist nur Deko. Weil ach, siehst du, das ist interessant. Die einfach mal daneben stellen, dann denkst du schon gleich, dir fliegt so um die Röhren von innen. Ja, deswegen ich dachte so. Ja. Wir haben schwer abgelenkt. Die stehen da nur daneben, die sind da gar nicht drin. Finde ich gut. Sie haben nämlich schwer abgelenkt, das stimmt. Die einfach bei uns denken. Da das ist auch ein Trick für zu Hause. Genau. Stellen Sie einfach die mit drauf, genau. Dann denken die Leute, oh Gott, was scharf. Aber sie benutzen die gar nicht. Das ist nicht schlecht. Brauchst du nur noch die Hälfte zu kochen. Und dann sagen die, ja. Und dann sagen die Leute, so scharf ist gar nicht. Ja. Genau wie du gesagt hast. Ja. Und dann sagt er, ja, ist ja auch nicht drin. Ist ja gut, eigentlich eine schöne Idee. Okay. Schon hast du ein Gesprächsthema. Ja, ganz genau. So, und jetzt aber die ehrlichen Urteile. Ralf schleicht schon so ein bisschen rum, der möchte schon was hören. Sarah fängt an. Ich finde es sehr, sehr gut. Mir gefällt besonders auch die Idee mit dem Salatblatt, weil das noch so eine knackige, frische Note gibt, durch das doch so ein bisschen ölige und massive, wird das nochmal so aufgepeppt. Also super. Und ist kommunikativ. Man steht so rum und hier treibst du im Essen rum und so. Ja. Schön ist das. Ja. Neues Fingerfood. Ja, ganz genau. Salat-Fingerfood. Mario. Ich glaube, wenn man das am Abend mit Freunden macht, dann hat jeder irgendwie ein bisschen Spaß. Man macht sich ja ein bisschen, man muss es ein bisschen vorsichtig essen, sagen wir es mal so. Weil es könnte sonst ein bisschen peinlich werden, aber das Essen soll ja auch Spaß machen. Mir schmeckt es auch ausgezeichnet. Mhm. Dieser Schärfe und dieser Nussbiss, das finde ich eigentlich Nussbiss, toll. Nussbiss, also die Cashewkerne zum Beispiel. Ja? Ja. Gut. Henning. Ich finde das nicht nur gut, ich finde das saugut. Mhm. Schmeckt richtig lecker. Besonders das Fleisch, weil das nicht so trocken ist. Also das geht richtig, es schmeckt super. Ja, okay. Wunderbar. Sauber. Das ist eine neue Art der Wraps halt, ne? Stimmt. Wraps. Stimmt. Im Grunde genommen Tortilla und jetzt die schlanke Version hier. Neue Kreation von der Zache. Das, bevor Andreas was sagt. Wie schafft man es denn, dass das scharf angebraten ist schon, aber eben trocken, nicht innen trocken ist? Nein, einfach nicht zu viel Fleisch in die Pfanne. Man muss vom Pfannenboden immer so 30% noch erkennen, weil sonst hat man einfach zu viel Fleisch drin. Bis ich das natürlich dann durchgebraten habe, sind viele Stücke einfach. Gilt das generell für Fleisch anbraten? Meiner Meinung nach ja. Weil egal, wie toll der Herd ist, wenn man sieht es oftmals beim Gulasch, da kommt dann so viel Fleisch in den Topf und dann nach 3 Minuten fängt das Ding an zu kochen. Und das ist natürlich alles Flüssigkeit, die uns später im Fleisch fehlt. Ja. Deswegen lieber auf 2-mal oder auf 3-mal machen, dass es wirklich gut angebraten ist. Ja. Andreas, hattest du schon was gesagt? Ich habe gesagt, es ist richtig lecker. Ja, das muss reichen, Ralf, oder? Dann machen wir große Portionen fürs Frühstück bekommen. Amen. Ja? Ich hab mit dem Brot hier. Nice wrap. Schön. Und vielleicht kann man so ein bisschen, die Luft ist relativ trocken hier im Studio, vielleicht kann man unseren Gästen ein bisschen helfen. Ein Glas Wasser oder so. Oder so. Ja, oder lieber oder so. Ja. Außen den Kreis am Papa. Bist du schon soweit? Nee, noch nicht ganz. Mal noch Crostini mit Chiliöl und... Mit Chiliöl, weil es schon scharf ist. Machst du das selbst, das Chiliöl oder ein Fertig? Habe ich selbst machen lassen. Ist aber auch leicht gemacht. Du kannst ja normalerweise Olivenöl nehmen und einfach. So eine Chili-Mühle ist echt eine gute Sache. Das ist klasse. Muss man übrigens sehr vorsichtig sein beim Dosieren, weil das fliegt dir um die Ohren. Mhm. Du, ja, und wirst du gleich merken. Ja, du kriegst es ja nicht mehr raus. Gleich, ja. Genau. So, und dann wollen wir mit Henning mal ein bisschen reden. Henning ist der Küchenschlachtgewinner, hat hier dreierlei Fisch vorbereitet, macht unsere Champignon-Pfanne und so weiter und so fort. Ja. Hat das Spaß gemacht bei der Küchenschlacht? Ja, super. Ja? Wenn man gewinnt, dann ist ja auszuhalten. Ja? Du bist, das war auch das Kochen hat Spaß gemacht. Du bist die mehr. Ja, okay. Du bist Diplompädagoge. Ja. Und nicht an der Schule. Sondern? Freiberuflich tätig. Ja. Also ich mache zum Beispiel solche Dinge wie hier Teamentwicklung am Herd. Teamentwicklung am Herd? Teamentwicklung, ja. Das heißt einfach mit Leuten treffen und kochen. Das ist ja mein Job. Ja, nicht nur. Nee. Also alle Eigenschaften, die sie brauchen, um erfolgreich zu kochen. Man muss sich zuhören, man muss die Zutaten abwägen, man muss miteinander reden, man muss sich auch mal in die Augen gucken. Das macht man im normalen Team ja nicht. Ah, okay. Beim Kochen macht man das aber und ist auch anders daran interessiert, den Erfolg
zu erreichen. Man muss nämlich die Suppe, die man sich eingebrockt hat, hier nachher auslöffeln. Genau. Und in einem Team ist das nicht unbedingt so. Und die Teams arbeiten dann und übertragen dann diesen Erfolg auf ihren Arbeitsalltag. Und daran arbeite ich dann mit Ihnen. Du bist ja hier schon eigentlich auch im Team, weil... Ja, so wie das, mit den, genau, so wie eigentlich das mit den Herden. Wir haben uns jetzt auch schon mal in die Augen geguckt. Richtig. Also es scheint ja zu funktionieren. Und ich habe auf 1, 2, auf 3 Herden schon gekocht. Also mehr an Teamentwicklung kann man nicht machen. Du kannst Leute kennenlernen. So, du bist auf Borneo aufgewachsen? Nein, mein Vater. Ach, der Vater ist auf Borneo. Mein Vater ist auf Borneo aufgewachsen. Ja. Und daher kenne ich das Gewürz Curry so gut, ja. Ah, okay. Eine Gewürz- also meine Mutter hat dann so indonesisch gekocht. Ah, schön. Wir waren 4 Jungs und 2 Mädels zu Hause und wir mussten halt einfach, meine Mutter hat gesagt, die Jungs müssen auch kochen können. Die müssen sich selber ernähren können. Ich habe auch Kochkurs gemacht früher. Ja? Meine Mutter mit 10 Jahren. Super. Im Haus der Familie. Haus der Familie. Weil du wolltest, oder deine Eltern... Es gab eine ZDF-Sendung, die hieß Lirum Larum Löffel. Ja, uralt. Ja. Und da gab es ein Kochbuch zu. Und das habe ich gehört. Ja, und das hast du gekocht. Und dann ein Kochbuch im Haus der Familie, das war, glaube ich, von der evangelischen, obwohl wir katholisch sind, aber egal, von der evangelischen Kirche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da haben wir gekocht, da haben wir Rosinenschnecken gebacken. Und wolltest du oder bist du gezwungen worden? Nein, ich glaube, es war schon auch ein eigenes Interesse. Nee, ich habe schon was dafür übrig, man merkt es halt heute nicht mehr. Also vorbelastet. Als Kind, ja, das mit dem Essen, das habe ich mir bewahrt. Ja, ja, esse sehr gerne. Also Vaterbrot. Und ich habe gehört, Henning, du möchtest gerne mal für Jürgen Vogel kochen. Mhm. Warum? Spaghetti essen. Warum? Ja, mit dem Spaghetti durch die Zähne ziehen, das muss toll sein. Weil da überall noch was passt. Nein, ich finde ganz toll, ich habe ihn in den Keinohrhasen gesehen, mit dieser Perücke. Ja, das aber auch ein Tracher-Auftritt. Das ist wirklich... Das war so toll. Darf man hier Werbung machen für Filme? Nee, es ist ja keine Werbung, ich sage einfach nur, ich fand den gut. Ja, ich fand Und einige Millionen andere Menschen fanden den auch nicht so schlecht. Ja, genau. Da bin ich auf die Idee gekommen, mit dem möchte ich gerne mal Spaghetti essen. Ja. Und die Perücke ist da, aber nicht zu viel verraten, vielleicht haben einige den noch nicht gesehen. Ne? Aber der lohnt sich, der Film, er lohnt sich. Macht Spaß hier? Ja, schön. Dann mach weiter, weil wir wollen es gleich essen. Ja, genau. Okay. Freue mich, danke. Henning, unser Küchenschlachtgewinner. Jetzt müssen wir noch, wo ist denn Ralf? Ralf, du musst das Publikum versorgen mit deinem Essen. Oder hast du schon? Schau mal, ich hab die alle total beschäftigt. Gut. Ich mach die nächste. Nein, gut. Bei dir geht's gleich los, weil bei mir setzt sich jetzt so ein bisschen der Hunger durch. Wird sofort angerichtet. Ich hab immer so ein bisschen die Uhr im Auge. Oh, ich muss ganz wenig Minze, muss ich noch schneiden. Einfach hinten raus, ja auch mit Mario noch. Und mit Sarah sprechen wollen. Das sieht aber gut aus. Ich kenne es in der Farbe nicht, für mich einfach neu. Rotes Risotto. Ja, deswegen. Auf den Gedanken kann man kommen, aber es ist ein schöner Gedanke. Ja, gell? Ja. Also ich finde so mit dem Grün dann zusammen, schau mal, das Grün habe ich so erhalten, dass ich in das kochende Wasser beim Blanchieren ein bisschen Backpulver reingegeben habe. Du kannst auch Natron reingeben, aber hat man ja meistens nicht, kriegt man in der Apotheke oder im Haushaltswaren. Also gibst du so einen Esslöffel Backpulver rein, dann zischt es so auf und das hält die Farbe grün. Ja. Apotheke ist echt toll. Apotheke ist gut, ne, zum Kochen. Oh, lecker Kopfschmerztablettchen. So, bisschen hoch vielleicht, würde ich sagen. Ah ja? Also, aber ich rühre ja. Du rührst ja, genau. Aber wenn du gleich wieder probieren gehst, ne? Nicht, dass es nachher Ärger gibt. Ja, was ist da schon? Ist da schon? Da ist Lauch drinnen. Das Grüne ist der Lauch. Ach, das Grüne. Und, ja, und den Trüffel gebe ich erst nachher rein, ganz zum kurz am Ende, ja, weil sonst töte ich den. Dann ist der völlig ausgelaufen. Das hat jetzt schon rote Beete Geschmack, aber du machst dann nachher dann noch ein bisschen Bissart, eine rote Beete. Ja, und weil ich das schön finde, weil das ja, genau, und dann gebe ich noch ein bisschen Parmesan rein. Immer schön. Und dann ist es nur eine Frage von Timing, weil mein Lammfilet geht sehr schnell. Ja. Das möchte ich ja nur kurz anbraten, mit ein bisschen Lammfilet. Ja, gut, wenn du das sagst. Mir zu Liebe. Mein Stück nicht zu roh. Also du magst es nicht zu roh oder nicht zu hoch? Nee, nicht zu roh. Ja, ich mag das ja auch nicht. Nicht na, ich bin also überhaupt natürlich kein Fan. Nicht durch. Also, ja, ja, ja. Aber ehrliches blutig, Medium. Ein ehrliches Medium genau. Ist für mich ist ganz meine Meinung das Beste. Ja, so, ich bin nicht so einer für ihr sagt, wenn ihr soweit seid, ja? Juli, sag Bescheid, wenn es irgendwas zu gucken gibt. Weil derweil bin ich jetzt mal bei Mario zu Gast. Valrhona weiß, Valrhona dunkel. Hier hat schon ein Glas gerissen. Ja. Also ein bisschen Schwund ist immer. Ein bisschen Schwund ist immer. Das ist ein bisschen eng einfach. Kann passieren. Hier, ja, weiter. Ja. Die typische Fußbewegung, ne? Scheint Glück zu bringen. Hm? Gucken wir mal. Physalis, was wird damit gemacht? Die werden nur geschnitten. Halbiert. Die halbiere ich. Ja. Und wie gesagt, wir machen ja aus der dunklen Schokolade haben wir das Mousse gemacht. Ja. Da machen wir so 2 Schichten. Hier drüben sind die Knusperblätter schon fertig. Ja. Da kommt die Schokoladenmousse dazwischen. 2 verschiedene? Nee. Da haben wir nur die einen so umgefalten hier, das ist die obere Seite. Ja, okay. Im Prinzip wird das dann so ein Dreiteil. So ein Milchfell. Schokoladenmus dazwischen. Schon.
Dann oben machen wir die Physalis noch dazwischen. Wow. Und oben drüber rasseln wir dann richtig fett die weiße Schokolade. Hast du das geschnitten? Aber das wirst du mir sagen. Das habe ich geschnitten. Ja. Also wie der Gast? Oder ja, wie du? Der Gast. Mit dem Löffel volle Kanne durch. Volle Kanne durch. Das Ding heißt ja Knusperschnitte. Kann auch. Muss so sein. Okay. Gut. Und da hast du noch so ein Körbchen gemacht. Und da drüben sind diese Karamellhippen. Mhm. Also so, sieht eigentlich schon alles ganz, ja? ganz gut aus. Dann lass uns zusammen zu Andreas gehen. Dann können wir ein bisschen was. Du rührst bitte nochmal dein Rissen nicht. Das ist, was ist das jetzt für ein Saft? Den du? Ich habe jetzt ein bisschen Wasser gegeben, weil ich fand die Brühe ein bisschen stark und ich will nicht, dass das zu sehr nachgeht. Okay, dann probieren wir uns mal an den Grillgambas in Papaya Grapefruitsalat mit Ingwer, Limettendressing von, durch, mit und überhaupt Andreas C. Puder. Du sagst es fast wie der Urs Meier. Sorry, machen wir für alles so eine Gamba. Kennst du den Urs Meier? Ja, ja, klar, den haben wir schon bei Alpabzug kennengelernt, ja. Und Kühe haben meine Küche vorbeigetrieben, weil in einer Show aus Flims war das. Ja. So, als probieren, so sieht's aus. Die Dinger kommen dazu mit Chiliöl. Jeder eine Gamba, könnt ihr ruhig nehmen. Und dann vom Salat vielleicht hier noch. Also, bitteschön. Du kannst auch so eine Schale von da nehmen. Ja, sonst hier vorne. Können wir. Gabeln haben wir, komm mal her. Ja. Das sieht auch immer aus bei uns hier. Mann, 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 Mann. Kann ich gar nicht. Sowas kann ich gar nicht. Was in der Schweiz kommt. Sieht auch aus hier. Warte mal. Das ist ein bisschen bei mir gleich. Ich bin gleich da. Ja. Ah. Wir die dazu probieren, unbedingt. Ne? Sehr lecker. Ich sag nichts. So. Also Brot ist gut. Das ist das Einzige, was ich bisher hatte. Mhm. Brot ist nicht schlecht. Ich fand übrigens diese Limetten... Nein, lass mal, ich nehme hier. Ich nehme, danke, Andreas. Diese Limettengeschichte fand ich gut. Und weißt du was? Der Puderzucker, den kannte ich da drin nicht. Und der ist witzig. Der ist klasse, ne? Der ist gut. Mhm. Ja. Puderzucker. Also man sieht ihn, man schmeckt ihn natürlich nicht mehr. Als, aber als einfaches auch als Salatdressing. Ja, klar. Ne? Also wir haben es jetzt als Dip. Genau, gerade eben, wenn du ein bisschen zu viel Säure drin hast. Limettensaft, Olivenöl, Ingwer. Das ist ja klassisch. Ja, Ingwer hattest du drin. Ingwer, genau. Hast du reingeraspelt so ein bisschen? Fein gerieben, genau. Mhm. Fein gerieben. Und Puderzucker. Ah, Salz auch. Ganz wenig Salz. Das war gut. Da kann es halt auch 30 Grad haben. Ja, Vorsicht, da ist ein Stück Papaya hier schon. Genau, das ist quasi wie. Das ist nicht mein Tag heute. Ich bin schon mal heute. Was für alles hinter meinem Rücken abmalt. So, und jetzt bleibt mal zusammen und sagt, wie es schmeckt. Sarah fängt an. Das ist Parmesan, oder? Parmesan, die. Ich finde den Salat großartig. Das schmeckt gut, sondern der Sellerie ist super. Ja? Mit der Kombination mit der Papaya, mit der Reifen, die ist wirklich auf dem Punkt auch. Die ist eine super Qualität. Brot finde ich auch gut. Gambas mag ich, aber ich finde, das kann man auch so wirklich lassen. Super. Kann man so lassen. Ja, gut. Gut. Ja. Dankeschön. Haben wir schon mal einen Schluck? Ja. Jetzt sage ich mal Ralf. Schmeckt mir ausgezeichnet. Ja? Nein, das ist halt was, das kannst du essen, wenn 35 Grad auf der Terrasse nachmittags die Sonne knallt runter. Das ist sowas von leicht erfrischend. Mhm. Was Sarah auch gemeint hat, so verschiedene Texturen, also Konsistenzen. Du hast irgendwie so ein bisschen den knackigen Staudensellerie, du hast die fruchtige Papaya. Dann hast du einen perfekt gebratenen Gamba, also wunderbar glasig. Ja. Also ja, das macht einfach Spaß. Also wo du sagst, so, ja. Cool. In dem Land wäre ich auch gern mal. Ja, okay. Verstehe. Ja? Eben. Entschuldigung. Wollte ich noch was sagen, ja? Ja, der Ralf hat eigentlich ziemlich viel gesagt. Im Sommer bei 35 Grad. Stimmt. Ja. Ich esse aber auch jetzt schon gerne. Mhm. Und ich bin echt fasziniert, was es in der Schweiz alles gibt. Aber es ist super lecker. Dankeschön. Ja, es ist kein Schweizer Käse dabei, ne? Dann die Papaya, den ganzen Rhein noch hochgerudert von Rotterdam. Ja, aber ist ein Grundstück. Das ist der Geschmack. Jetzt hören wir mal Henning. Als Stimme des Volkes. Oh ja. Das ist eine Verantwortung. Also ich möchte auch nicht bis zum Sommer warten. Das schmeckt wirklich wunderbar. Und ich hätte gerne von dir das Rezept. Ja. Kriegst du sehr gerne. Das ist aber ein schönes Kompliment. Ja, ganz dezent hinformuliert. Vielen Dank. Ich hätte gerne das Rezept. Das ist auch natürlich, dass wir alle Zuschauer, Zuschauerinnen ab jetzt auf ZDF.de. Habe ich das richtig gesagt? Ja, alle Rezepte und im Internet. www.jbkzdf.de. Also ich hätte es gerne mit Autogramm. Ja. Ach so, kriegst du. Jawohl. Aber jetzt will ich auf den Monitor malen. Da ist jeder dabei. Guck mal, da ist es schon. Das wird sofort gemacht. Oh, das ist gut. Du kochst auch noch Rezept, ja? Ja, aber ich habe es nun selber geschrieben. Das war meine Telefonnummer. Eine Telefonnummer? Nein, das war eine Telefonnummer. Ja. Meine Telefonnummer, ich wollte die in Zahlen formulieren. Heute Morgen in der Bahn. Ja.
Das war gut. Schöne Idee. Ja. Alles zu seiner Zeit. Ich hab das, Henning, bist du soweit? Kommen wir? Ja. Ja? Ja. Also kein Stress von mir, sondern stampfen wir schön das Püree oder soll noch ein bisschen das Stückchen ist, drin sein? Das ist, auch, ein Stückchen ist da Butter beigekommen? Da ist jetzt, habe ich keine Butter reingetan. Ich habe hab mich gegen Butter entschieden, aber ich werde gleich noch ein bisschen Grünzeug noch drauf tun. Ja, nur die Ruhe. Und, durchaus Zeit. Ich probiere das jetzt noch einmal. Also die Fischfahne ist fertig. Ja. Ja, und den Fisch hast du einfach in den Sud schon gemacht oder ist der extra angebraten worden? Nee, den habe ich in den Sud reingegeben, in die Soße reingegeben. Mhm. Also die Soße gut aufkochen lassen, abgeschmeckt, den Fisch klein geschnitten. Der müsste eigentlich jetzt gut aussehen. Fertig sein. Ne? Brauchen wir noch. Super. Du darfst gerne mal als Vorkoster mal fungieren. Ja. Guck mal. Ja? Hab hier. Könnt ihr alles da probieren? Das sind zwei Gammas. So. Soll erstmal reichen. Mach mal so. Ja, was sagst du? Woher kommt die Schärfe? Ein bisschen Chili-Salz drin. In der Schule, ne? Leichte Säure ist drin. Das sind die Tomaten. Nur für mich das probieren, interessiert mich nicht. Nee, das ist zu viel. Ich hab's nur in der Ecke, jetzt nur, weil ich mal sehen wollte, wie es mit Salz ist. Ich kann noch ein bisschen Curry dran tun. Na, da bist du, was Java, Sumatra, Borneo, da bist du zu Hause. Ja, ja. Also, alles Indonesische. Ja? Ja? Ich habe nicht mal gelesen, in Indonesien leben über 200 Millionen Menschen mittlerweile. Das ist ein irrsinnig großes Land. Ne? Ja. Riesig. Mein Großvater war da Missionar. Ja, okay. Und dadurch ist mein Vater da aufgewachsen. Ich bin in der siebten Generation Pfarrerssohn. Und der Groß... Ach so, aber kein katholischer, weil sonst, das wäre ja eine besondere Familie. Nee, also ich bin in der siebten Generation katholischer Pfarrerssohn. Ja. Früher war das gang und gäbe. Ja, da wurde nicht im Fernsehen drüber geredet. Die katholischen Pfarrer, es gab immer so den Witz, die evangelischen Pfarrer, die haben ganz viel Windeln im Keller hängen und die katholischen im ganzen Dorf. So. Aber ist nicht mehr. Ja. Erzählt man sich eigentlich. Ja, ja, genau. Und so? Jetzt richtig an. Ja. Guck mal, dass ich das hinkriege. Du hast das mehr nur so grob gemacht, ne? Ja. Ja, bewusst. Ja, schon dieses Brot. Ich kann schon dieses Brot, ja? Ich bin so simpel. Ja. Wenn du mir jetzt mal von dem Sprienz von vor einigen Wochen. Stimmt, vor zwei Wochen diesen Sprienz, den ich da hatte, ja. Der war ziemlich geil auch, ne? Jetzt da noch ein bisschen Sprienz oben drauf. Wo drauf? Könnte auch gut kommen. Ich finde es einfach toll, diese verschiedene Küchen zusammenzubringen. Jetzt so ein Staudensellerie, gut, gibt es da natürlich auch, ne? Aber so eine rote Zwiebel ist nicht unbedingt die, wie gesagt, aus Hawaii und das alles miteinander zu vermischen, aber nicht so abgehoben, dass einer sagt, du bist ja verrückt, kriegst du nirgends, sondern kannst du alles kaufen. Ist schon fertig, ich meine, gibt es nicht mehr fürs Publikum oder haben schon? Haben schon, sind schon, ne, wie schmeckt's denn da? Wie ist der Salat hier angekommen, diese Gamba-Nummer von Herrn Studer? Ja. Alle klatschen aus, die nicht gegessen haben. Ja, ich merke, ja. Das weiß ich jetzt schwer zu deuten. Ja. Ja, da ist eine Dame. Die hat man. Okay. Ja, es scheint noch zu schmecken. Wenn wir, Ralf, kümmer du dich, wenn irgendwas zu helfen ist, wenn man irgendwas... Schön, komm, ihr macht hier mal ein bisschen Platz hier. Ja. Gestaltungsidee. Also du siehst, Okrich ist schon weg. Du hast schon, ja guck mal, das machen wir gleich mal. Also es ist angerichtet, Herr Zachmann, Herr Studer, Frau Wiener. Ist so. Das hast du ja hinten in der Garderobe schon erzählt, da habe ich gesagt, ich kenne das nicht, ne? Kartoffelbrei mit Möhren. Mhm. Haben wir es ja kurz ausgetauscht über meinen Süßkartoffel. Und du kriegst meins auch mit Autogramm. Sehr gerne, ja. Das will ich unbedingt. Moment. Kartoffeln und Möhren zusammen, das ist nur wunderbar. Klassiker. Ja, hier in Norddeutschland gibt es auch viele Gerichte, die Wurzeleintopf und was weiß ich, also wo Kartoffeln und Möhren, doch, zusammen. Da ist auch ein bisschen Sellerie. In der Schweiz kochen sie immer nur mit Gambas und Papayas. Ja, ja. Also nur mit einheimischen Gewächsen. So exotische Sachen. Haben wir was für die internationale Verständigung getan. Ganz genau. Das ist doch langsam verstehe ich den Norden. So, jetzt wird probiert. Sarah? Ich habe schon gekostet. Und? Gut. Lecker? Ja. Lass mich mal probieren. Also das Kühl ist total lecker. Ja, das kühlt. Eigentlich noch ein bisschen Muskatnuss drauf, aber das muss nicht. Hast du die Kartoffeln und die Karotten einfach nur gestampft? Ja. Und in Wasser?
Ich habe in dieser Woche bei Herrn Schubeck gelernt, das soll man nicht pürieren, weil die ganze Stärke und sonst was stampfen. Was mich interessiert, ist es mit Wasser, weil es ist doch mit relativ breit, mit Brühe, also nicht mit Sahne und Milch. Also, nee, keine, und auch keine Butter dran. Das ist keine Butter dran, ist keine Sahne dran, ist keine Milch dran, ist nur Brühe und dann gestampft. Ist das ein Diätessen? Bitte? Ein Diätessen? Nö. Nicht so streng. Also hat sie geschmeckt oder nicht? Also es ist ungewohnt, weil wenn du das nicht weißt, dann denkst du natürlich, das ist ein Kartoffel-Karotten-Püree und dann ist es ein bisschen Laff, weil es eben nur in Brühe gemacht wird und du tust das natürlich aber kommunizieren mit, ja, so können. Aber in Laff, das ist doch gut. Aber sonst, also die Kombination finde ich gut und es ist ein leichtes Essen und das kannst du auch wunderbar zu jeder Tageszeit und auch zur Jahreszeit essen. Also zum Frühstück muss man es nicht haben, oder? Jetzt, wenn du sagst, zu jeder, die Japaner essen sowas Fisch auch. Ach, da habe ich ja meine Miso-Suppen habe ich da schon gehabt. Wie schmeckt es dir? Als das Gericht vorgelesen wurde, dachte ich mir, oh, da kommt ein Klopper. Ja? Aber Henning hat es wirklich sehr leicht drüber gebracht. Was er jetzt gerade macht, was wir jetzt gerade gemeint haben, ja, vielleicht nur ein bisschen mehr Salz, aber das ist ja immer so eine griechische Frage. Henning, das war meine Frage auch und dann habe ich an einer Stelle probiert und habe hier von drauf gemacht und dann habe ich gedacht, nee, zu viel. Ja, da hast du vielleicht zu viel drauf. Ja, Risiko, ich habe jetzt so ein bisschen Salz. Jetzt ich probiere nochmal. Darf ich nochmal? Ja, gerne, natürlich. Ich bin ja Soßenfreund. Ja, ich auch. Ah, gut. Mach noch einen Tropfen der Säure. Das ganze Salz abgeschöpft. Aber ich finde das sehr lecker. Ich finde das wirklich sehr lecker. Und diese Dreierlei, Fischgeschichte, einfach denn, das ist ja der Rohfisch, also der war nicht irgendwie ein Nix, sondern der war roh, einfach gewürfelt rein. Was war das nochmal, Kabeljau? Rotbarschfilet, Lachs und Kabeljau. Ja, okay, Rotbarsch, Lachs und Kabeljau. Das ist jetzt auch auszuhalten vom finanziellen Aufwand her. Dann ja, habe ich gedacht. Natürlich ein bisschen Sahne. Also so ein halber Liter, würde ich sagen, ist da schon drin. Ne? Was? Sahne? Nein. Wie viel Sahne ist da drin? Da ist Brühe drin, von den Kartoffeln, die habe ich übergenommen. Da ist keine Sahne drin? Doch. Ach so, ich wollte gerade sagen. Jetzt. Da ist die Hälfte hiervon drin. Nein, also so eine Menge, also das schreibt doch was, man nimmt mal ins Rezept rein, wenn du das so wenig Sahne drin Das gilt noch nicht mal als Sahne. Nee. Normalerweise mache ich das gut hier rein, habe aber heute gedacht, nee, ich mache weniger heute. Darum ist es ja auch so leicht. Ja. Weißt du mal, was an dem gar nicht toll ist? Zwei Töpfe und du hast alles fertig. Also das ist wirklich halt super nachzukochen, auch in der kleinen Küche. Mario sagt was. Finde ich auch. Mhm. Kartoffeln und Möhren, das liebe ich, das kenne ich. Lecker. In der Zeit, das alles... Gibt es halt zu lachen jetzt? Nee, weil wenn du sagst Kartoffeln und Möhren, das kenne ich. Das hätte mich auch gewundert, wenn es anders ist, muss ich ehrlich sagen. Ich meine jetzt aus dem Rheinland. Ach so. Untereinander. Also untereinander. Okay. Nee, Kartoffeln? Nie gehört. Kartoffeln kenne ich, also, Möhren kenne ich. Unglaublich, was ist das für ein Zeug? Nein, ich meine das untereinander. Ja, miteinander. Das ist wunderbar. Ich habe verstanden. Ja, danke, ich danke dir. Und weil, toll, ich finde es gut, wunderbar. Über Salz, da kann sich jeder streiten, aber das kann man auch nicht hinstellen. Kann jeder machen. Und fertig. Ja, also großartig. Wirklich, also gratuliere dir. Wegen Salz kriegen wir hier keinen Streit. Ja. Kenne ich jetzt auch. Kennst du auch? Ich auch. Habe ich jetzt kennengelernt. Und Fisch, wunderbar. Du hast die Küchenschlacht gewonnen. Du hast auch heute Abend gewonnen. Großartig. Henning Zimmermann. Richtig toll. Hey. Hey. Was für Klasse. Wir beginnen einer wundervollen Freundschaft. Gratulation. Dankeschön. Schon nett. Ja? Und ich glaube, die sind relativ ehrlich. Also wir haben hier auch schon Kandidaten gehabt, die, ich sag's mal vorsichtig, relativ abgewatscht worden sind. Ja? Haben wir auch schon gehabt. Ja. Nee, also es... Hier wird offen gesprochen. Frau Wiener, hier wird offen gesprochen. Ja. Schluck. Ein bisschen Druck auf den Kessel. Sarah ist ja in so ersten drei Stationen. Sie sagt, wie es schmeckt. Sie sagt, wie weit. Das ist ja auch gut, dass wir richtig offen reden, dass sie eben auch sagt, was ihr nicht gefällt. Aber dann merkt sie, Schluck, jetzt bin ich dran. Die kommen ja alle gleich. Genau. Brauchst du Hilfe, Sarah? Na. Brauchst du einen richtigen Löffel? Na. Nee. So, das mache ich jetzt mal. Jetzt mache ich mal, weil das, es ist eigentlich Risotto, sollte aber halten, weil Risotto soll nicht zu flüssig sein, um das mal so ein bisschen zu verzieren. Aber das wollte ich mal kosten. Das Fleisch wolltest du kosten? Ja. Wie hast du es gewürzt? Eben mariniert und jetzt kommen noch ein paar Rosmarin. Da brauchst du eigentlich nicht fast genug. Verstehe ich auch nicht. Fassen alles an. Ja.
Ich gucke immer alles an. Ja, das da kann man sich wenigstens nicht verbrennen. Ja, was ist da dran? Orangensaft, um ein bisschen Säure zu geben, weil ich Öl habe und Essig. Ich würde jetzt, und Pinienkerne, ich würde jetzt klassisch noch einmal wahrscheinlich, wenn ich es zu Hause machen würde, und ich hätte jetzt nicht dieses Risotto, sondern das nur als Gemüse noch Petersilie ran machen, glatte. Ja. Aber das wäre mir zu viel. Okay. Das möchte ich kochst jetzt du nicht. Zu Hause auch noch? Ja, sicher. Echt? Na klar. Nur, auch nur für dich alleine? Na, seltener. Okay. Keine weiteren Fragen. Na, so was Einfaches schon, also so wie mal Pasta mit einer Dings, aber richtig kochen macht nur Spaß, finde ich, wenn man mit jemandem isst oder für jemanden kochen darf. Okay. Mhm. Kochen darf, das klingt sehr demütig. Ja. Das sind Lammfilets, ja. Die du, so Lammlachse, ne? Die genau. Du in, ein bisschen, das könnte ich jetzt noch reduzieren, die Soße. Sagen, das könnte man noch netter machen. Ja, komm. Also komm, ich finde, das ist schon sehr nett. Nein, sehr nett. Ich sage ja auch nur, man hätte es, und jetzt, wie sagt es, zu reduzieren. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Das niemand ist nicht sagt, so. Das ist falsch. Okay, nee. Fertig. Guck dir das mal an. Ja? Noch ein bisschen Trüffel, ein bisschen Parmesan. Moment. Komm nochmal. Gut, komm nochmal mit der Kamera. Das muss einfach einmal richtig liegen. Ich finde, diese Gerichte gehören auch, wo liegt das im Weg, gehören auch im Fernsehen präsentiert. Da ist noch ein Löffel im Bild. So, jetzt heben wir uns mal ein bisschen an und haben dann, Achtung, hier drauf wieder. Ja, weiß ich nicht, ob das mal drin ist. So. Ja. Probier nochmal. Mach von oben das Bild. Einmal. So, da ist es. Guck, da ist es doch. Rosmarin-Lammfilet mit rote Beete, Trüffelrisotto und Rosenkohlgemüse. Komm. Okay, probieren. Ah, ganz unzufrieden bist du nicht, oder? Na, erst mal probieren. Okay, dann haut rein. Probiert. Mario? Ja, ja, klar. Komm, oh, direkt ran. Ja, keine halben Sachen. Ich geh gleich ans Risotto. Henning? Greif. Mhm. Auch mit rote Beete drin. Mhm. Bitte nach. Rote Beete Saft kennen. Aber ist auch lecker. Rote Beete direkt drin. Tolles ja, und Saft ist aber auch tolles Farben. Nee, beides. Ja, beides. Mhm. Ich schneide nochmal so ein Ding an. Mhm. Guck mal, hier, ne, nur so zum Zeigen. Mhm. Ja. Hm? Oh. Le Point, ne? Nein. Gut geworden. Hammer. Mhm. Ah, mehr. Oh, zieh. Was denn? Ja, die hängen noch zusammen. Ja, das ja, ist die wollt, ihr wollt alles zu mir. Natürlich schneiden, wie du willst, aber ich mag es gerne ein bisschen kräftig und so einfach feuerlich und nicht so verspielt. Eine tolle Fleischqualität, ne? Ja. Mhm. Na, Moment, es ist auch ordentlich zubereitet, ja? Also es ist nicht nur die Qualität des Fleisches. Die kann ich sowieso. Ja? Oh Gott. Dann sagt mal. Ich habe auch eine Meinung. Ich habe eine Meinung. Aber ich sage also sie noch nicht. Vorarbeit hat sich gelohnt, ne? Ja. Mhm, danke, dass du es sagst. Ralf Zacherl fängt an. Also ich finde es gut. Nein. Farben sensationell. Risotto auch gut. Lamm perfekt gebraten. Rosenkohl liebe ich eh. Mit Pinienkernen finde ich noch besser. Nur das Risotto. Ist es, hast du jetzt Trüffelrisotto gesagt oder Rote Beete Risotto? Rote Beete Risotto mit Trüffel, aber die Trüffel, weiß ich wollte eigentlich ursprünglich Trüffelpaste reinmachen. Dann dachte ich mir immer, dieser chemische Scheiß, ein Schneck, das alles nach Trüffel, aber dann dachte ich mir, nehme ich die frische, die ist aber leider ausgeraucht, deswegen könnte man eigentlich das Trüffel streichen. Würde ich auch streichen, okay. Aber dann perfekt. Aber das liegt an der Trüffel. Ja, weil du schmeckst ja gar nichts. Ne? Also, ja. Er hat reingemacht. Ne? Next ist ich wollte gerade sagen, er liegt ja auch noch hier, aber. Nee, ja, aber kein Bums schon, mehr. Schon, ich ja, finde das vorbei. Ist sehr gut. Ja. Ich esse vorbei. Risotto normalerweise gar nicht so gern. Warum nicht? Das ist mir irgendwie so matschig. Schlotzig. Ja, schlotzig. Das habe ich mal hier gelernt. Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und unsere Vorarbeit, die Sachen hier so klein zu machen. Nee, das war wirklich aller ganz Wert. Toll. Ja. Ganz okay. Toll. Ja, wirklich. Henning ist zufrieden, toll. Andreas. Auch sehr zufrieden. Und das ist so ein Gericht. So um diese Uhrzeit, Freitagabend, da müssen Sie einfach Farbfernsehen haben, wenn Sie sowas... Ja, das unbedingt. Ja, wobei das ja jetzt, die meisten haben ja Farbfernsehen. Naja, ich weiß, unsere Kameramänner haben zum Beispiel keine Farbfernseher. Die machen ja, das eigentlich. Die gucken durch, ja. Die gucken schwarz-weiß. Richtig toll und vor allem auch das Lamm, das ist mehr Käse? Punkt. Nee, auch ganz der Käse dann noch. Das ist cool. Ja. Na, Zufall, komm. Für mich hätte es so sein können. Bisschen ja, strenger. Aber Pecorino? Ja. Ja. Also ich mag das gerne, wenn es ruhig so ein bisschen streng nach dem... Ja. Aber jetzt, ich dränge mich jetzt mal vor, ich finde das Risotto richtig gut. Ich kannte kein Rote Beete Risotto. Ralf hat recht mit seinem Trüffelhinweis, korrekt. Ja. Aber Rote Beete Risotto ist nicht nur farblich einfach ein Erlebnis, sieht einfach mal toll aus, weil das sonst ist einfach nett und es ist echt lecker. Mir schmeckt es richtig gut, aber es interessiert ja keinen. Zu Recht. Mario.
Tja. Jetzt sagst du aber erst noch mal was hier zum Risotto und zum, Das Lamm. Genau das Gleiche. Das Risotto toll, Rosenkohl perfekt, Lamm top gebraten, den Trüffel, wenn es vorbei ist, lass man halt weg. Ja, und das ist einfach so, da tut sich auch keiner einen Gefallen und da muss man auch nicht irgendwie, weil es dann Trüffel heißt, Trüffel drauf machen, lassen weg, dann ist es echt, weniger ist mehr. Aber das ist ja sozusagen mehr, allgemeine Meinung hier. Ja, allgemeine Meinung, aber das Risotto, also so, jetzt haben wir genug, Sarah, das reicht jetzt, ja, oder? Schön, das würde ich sagen, das reicht. Möchten Sie ein bisschen Risotto haben? Hier gibt es rote Beete-Risotto ohne Trüffel. Ja. Sehr gut, ohne Trüffel heute. Ja? Na, der Trüffel ist ja schon drin. Ah, Trüffel, aber ja, mit Trüffel, nicht. Aber schmeckt nicht nach Trüffel. Das ist also auch, bekommen, ne? Auch, ja, wirklich, auch für Leute, die, dieses Trüffelgericht ist insbesondere für Menschen gut, die keinen Trüffel mögen. Gibt's ja auch. Mario? Ja? Wenn ich Österreicher wäre, würde ich sagen, ich bin beeindruckt. Zutiefst. Ja, wirklich, nee, muss ich wirklich sagen. Also, das wobei, das klingt so, als hätte ich es dir nicht zugetraut. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das habe ich dir natürlich zugetraut. Nochmal rein. Sag mal. Halt noch, ja. Oder eins in die Mitte oben drauf. Also die Himbeeren nicht vergessen. Ne? Schön. Nee, die Himbeeren lassen wir auch weg. Lässt du weg? Ja. Genau das Gleiche. Probieren wir eine. Schmeckt ja nichts. Ja, das gibt's. Aber es geht. Es geht. Ja. Es geht. Nee, die schmeckt gut. Ja, stimmt. Ich hatte eben eine, die war gritze sauer, da wollte ich sagen, dann lassen wir jetzt ja, einfach weg. Ja, sauer. Gut, sauer ist meine auch gewesen. Aber es ist schon was dran. Ich habe diese Himbeersoße, die ist da. Und jetzt sag mal, wo ist denn die Reibe hingekommen? Machst du das selbst in deinem Restaurant oder hast du ein Patisserie? Nee, lässt sie liefern. Nee, ich mache das jetzt immer nur hier. Bei mir auf der Arbeit komme ich nicht dazu. Und ich mache es eigentlich wirklich ganz gerne. Ja. Und sind so Patisch, sind das spezielle Menschen? Dann schau dir doch einen Johann an. Ja. Wo ist denn die kleine Kusipu-Reibe, die du hattest vorhin? Die lange, dünne? Ach so, die heißt hier. Oh ja, die. Da die hast du jetzt Chili. Also, wenn du Glück hast, ist nur Ingwer dran. Könnte aber auch Chili dran sein. Noch so also Chili und Schokolade geht auch gut zusammen. Komm. Das wäre super. Kriegst du eine neue Reibe? Ja, kommt sofort. Ja, jetzt ist die ganze Kiste eigentlich schon fertig. Also wir essen jetzt dann... Was kommt hier rein? Da kommt das Mandarinensauce rein. Ah, okay. Ich habe immer früher gerne die Eisbremse gemacht mit den gehackten Pistazien. Ja. Jetzt haben wir einfach ein Körbchen gemacht, ein bisschen Schokomus drunter, dann kann das leicht anschmelzen da drin. Also Eisbremse, um es zu erklären, ist, wenn man so ein Nocker Eis auf den Teller macht, dann rutscht das natürlich weg nach wenigen Sekunden. Genau, du musst wahrscheinlich ein bisschen Teller trägst an den Tisch und dann flutscht es hin und her. Und gehackte Pistazien drunter, Eisbremse. Oder Mandeln. Ja, was auch immer. Genau. Dergleichen. Ja. Und dann, Eisbremse ist hier die Konkurrenz von Iglu. Ja. Hier rasseln wir jetzt noch Schokolade drüber. Achso, ja, das stimmt. Aber wir hatten doch eben hier eine. Achso, die ist jetzt. Ich hab eine. Ist schon da. Die ist zu benutzt, ja. Auf geht's. Was liegt denn da in den Kühlschrank? Ne? Ja, das einzig Blöde ist halt immer, wenn man so viel macht, es gibt halt echt Mordsauerei auch. Ne? Also das ja. Alles ach, das kann man vielleicht einmal ganz kurz zeigen, weil der Henning hat auf ungefähr 40 Zentimetern sein Gericht machen können. Herr Kotaska hat sich hier an der Seite in unserem Studio ziemlich aufwendig verewigt. Alles Kotaska-Land hier und alles benutzt. Alles dreckig. Hier nur Wasser drin, hier Sorbet. Jetzt wird es ein bisschen oben drüber streuen. Der erste Versuch. Und das ist natürlich super. Das ist weiße Schokolade. Hier oben drüber, hier, leicht hier oben drüber. Ja? Ja, jetzt könnt ihr entscheiden, Himbeeren oder nicht. Himbeeren nicht. Na, komm her. Hier Soße auf jeden Nocker Fall. Kannst du nicht, hast du gesagt. Du kannst nur kugeln. Also heißes Wasser? Nee. Ich verkalte mal. Aber ich habe einen Kugler hier, guck mal. Ist doch alles da. Macht einer von euch einen Kugler? Schwierig. Hier, du kannst doch nimm doch die. Einer ein Minzblatt drauf. Ja? Und hier machen wir noch. Aber Wasser wäre cool. Eben. Wisst ihr? Das ist einfach. Das machst du warm, damit es besser abgeht. Ja? Mhm. Himbeeren mit Käse. Ich stehe hier schon mit offenem Mund einfach, dann ist der Löffel schneller drin gleich. Besser. Das ist ein Himbeermark, oder? Das ist Himbeermark mit Creme de Kakao, um diesen um den Charakter nochmal leicht aufzunehmen, der Schokoladige. Mhm, gut. Ich bin schon mal gewöhnt worden. So, ihr Lieben.
Ich meine, was man in so einer Stunde machen kann, jetzt muss man fairerweise sagen, Mario hat hier und da mitgeholfen, bisschen ausgeholfen, aber ganz nebenbei hat er noch dieses Dessert gezaubert, das unter dem Namen Schokoladenknusperschnitten mit Physalis und Mandarinen-Sorbet antritt, aber eigentlich nur unzureichend beschrieben ist. Ganz toll, sieht's aus. Jetzt, wollen wir es essen? Okay, komm. Dann essen wir es jetzt auch. Was nehmen wir denn? Dürfen wir mit einem großen Löffel ran? Was ist das? Wie geil ist das denn? Das ist der Knusper. Das ist der Hammer. Wenn es so anhört, dann knuspert so eine Welle schon mal. Mach nicht so rein. Das ist auch so noch lecker. Das muss jetzt gegessen werden. Wie isst man das? Ich hab gesagt, einfach rein. Mach du das Erste, komm, mach du kaputt. Ja, mach du das Erste. Ich trau mich nicht. War lecker. Okay. Und jetzt rein. 1500 Kalorien auf einem Löffel. Haben Sie das gesehen gerade? Ich esse die anderen kurz. Ja, nur zu. Zeig. Da muss man schon eine große Klappe haben. Ja. Ja, man kann sich leicht nach hinten rumdrehen, da sind keine Kameras. Das ist okay, ganz gut. Das macht Spaß. Was? Möchte ich? Jawohl. Aber dem da hinten geben Sie mal auch was zum Probieren. Boah. Die Knusperdinge sind geil. Ich meine, das ist halt echt mal ein Knusper. Das schmeckt so lecker. Hammer. Hammer. Das Rezept will ich auch mit Autogramm. Das schmeckt so lecker. Ich sag's Ihnen deshalb so deutlich, weil das werden Sie nicht erleben. Ja, naja, es ist ja nicht ganz die Wahrheit, weil gleich ist die Küche offen. Der Reihe nach, Andreas. Ich sage, es war heute Abend ein richtig toller, geiler Ausflug. Hier angefangen von Ralf durch Küchenschlacht mit dem tollen Risotto am Schluss. Und jetzt hier krönender Abschluss. Ganz toll, wirklich. Okay. Super. Lecker, ne? Für diese. Was willst du jetzt noch sagen? Nein, ich meine, also der Knusper ist toll, die Creme ist toll, der Schokoladenmousse ist toll, das Sorbet ist toll. Mhm. Es sieht sauschön aus. Mhm. Ja. Kracher, ne? So, es ist, wie es ist. Ja. Ja, Punkt aus. Henning. Das sieht toll aus, das schmeckt gut und ist ein super toller Abschluss von diesem Essen. Ja. Wirklich richtig toll. Vielen Dank. Gerne. Ganz große Klasse. Ja, ja. Mhm. Ich mag besonders die Kombination von doch sehr gehaltvollen Schokolade und den leicht säuerlichen Physalis und dem kalten, frischen Mandarineneis und dem zuckersüßen Boden. Milfoll, wie auch immer, Keks oder wie nennst du das? Ich sag mal einfach Schnitte dazu. Schnitte. Und guckst Sarah an dabei? Was bist du für einer? An dir vorbei. Ich sag einfach mal Schnitte. Gut. Okay. Also die Kombination ist gewagt und hat gesiegt. Gewagt und gelungen, ja. Ja. Mario, schön. Ich finde es ganz toll, ganz lecker. Aber irgendwas ist mir noch nicht ganz klar. Ich muss das nochmal in Ruhe. Nein. Das ist jetzt für Sie. Kommen Sie doch zu uns in die Küche, dann können Sie probieren, was Mario Kotaska gezaubert hat. Natürlich gibt es ein bisschen Rote-Bete-Risotto von Sarah Wiener. Schön, dass Sie dabei waren. Henning, unser Küchenschlachtgewinner, hat sich nicht nur wacker, sondern richtig gut geschlagen. Sarah Wiener, Mario Kotaska, Ralf Zacherl und Andreas Studer haben uns Wissenswertes weitergetragen. Und Ihnen hat es hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt gibt es Nachrichten aus Mainz, also heute Nacht. Und wenn Sie mögen, können wir uns am Dienstag wiedersehen. Bis dahin, tschüss, alles Gute. Ciao. Nur mit der Spitze ist was passiert. Das neue Kochbuch zur Serie erhalten Sie im Handel und im ZDF Online-Shop.